diplomacy in the 21st century. It's not just men doing it. Many women represent the interests of their country and are active in key areas. Economic policy, crisis management, humanitarian aid, being engaged in strengthening Europe, nurturing relations between countries, or promoting cultural exchange. Just a few of the areas where female diplomats are active around the world. It goes without saying that today both women and men shape foreign policy, but do women do things differently to their male colleagues? Also ich glaube erstmal nicht, dass Frauen die besseren Menschen sind, aber dass Frauen noch immer deutlich anders sozialisiert sind meistens. Kompetenz, Respekt, Einfühlungsvermögen, Neugier, auch Menschen vor allem, Kompromissfähigkeit und das können wahrscheinlich gute Frauen genauso gut wie gute Männer. Ich glaube, dass Frauen gar nicht so viel anders machen als Männer. Jeder Mensch hat seine Stärken und seine Schwächen, kommt darauf an, den mit den richtigen Stärken an den richtigen Platz zu setzen. Ich habe beobachtet, es gibt gute Diplomatinnen und es gibt gute Diplomaten und es gibt auch das Gegenteil bei beiden Geschlechtern. Summa summarum, gute Diplomatie und schlechte Diplomatie und verteilt sich auf alle Geschlechter gleichermaßen. Diplomacy is an important instrument of German foreign policy. Today, it's completely normal for women to be active in this area, even if men still occupy the majority of diplomatic posts. Ideally, there could be more women. That's why there are numerous initiatives to promote female diplomats to leading positions. For example, the first association for women in the history of the Foreign Office, which was founded recently. There are many challenges to overcome in diplomacy. Committed female diplomats around the world are proof that women are successful in this profession. Their advice to young colleagues. Neugierde ist für mich ein zentrales Wort. Das niemals aufgeben. Ganz wichtig und zentrales Netzwerken, da können wir Frauen noch deutlich besser werden. Und dann sich selbst einfach finden, die richtige Balance finden, zu sagen, das ist mir wichtig, das ist mir weniger wichtig. Ich glaube, in der Kombination kann das funktionieren. Den eigenen Kompetenzen zu vertrauen, sich Ziele zu setzen und die Ziele zu verfolgen, nicht dauernd zu zweifeln. Auch wenn ich das selber wahrscheinlich nicht immer gelebt habe, trau dir einfach alles zu. Bei Frauen ist es häufig so, dass sie erstmal mit Zögern reagieren, wenn sich eine Chance bietet. Also keine Angst haben. Wir können das genauso gut wie die Männer auch. Das heißt, seien Sie auch, gehen Sie auch ruhig offensiv vor. Vertrauen Sie sich, was zu sagen. Sie sind genauso schlau wie die anderen auch.